Ganz herzlich willkommen bei Spotlight. Das Mal dreht sich bei uns alles ums Unternehmertum. Wir sind beim Roschigen Paragraph zu Gast, ein Event, wo jährlich die unsinnigsten Bestimmungen gekürt werden. Und wir treffen einen von den erfolgreichsten Schweizer Unternehmer zum Interview. Jedes Jahr verleiht die Interessensgesellschaft Freiheit den rostigen Paragraphen für das dümmste und nötigste Gesetz. Im Rahmen eines öffentlichen Internetvotings wird entschieden, wer die Auszeichnung gewinnt. Dieses Jahr findet der Anlass im Aura statt. Zoe, die das Ganze moderiert, macht sich für Spotlight auf die Suche nach Meinungen. Reto, wir sind heute zum Teil wieder Tor zu Berg gestanden, wo ich die Frau gehört habe. Welche hat die jetzt am meisten erstaunt? Ja, ich finde wirklich Realsatire, was die eidgenössische Zollverwaltung herausgegeben hat. Die Unterscheidung in einer Tabelle zwischen Shorts, Boxershorts und Unterhosen und Badhosen, damit das richtig verzollt wird. Und bis ins Detail von den Taschen und von den Schläufchen und so, das ist besser als jede Komik. Also wird einem Unternehmer in der Schweiz Leben schwerer gemacht als in anderen Orten, denkst du, als in anderen Ländern? Ich glaube, dass die Schweiz hat immer noch eine relativ gute Position. Wir sind eines der freiheitlichsten Länder, wo sich die Privatwirtschaft entwickeln kann. Aber der Trend ist nicht gut und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen. Einer, der weiß, wie man Geschäfte macht, ist Victor Calabro. Der Inhaber des Online-Portals Stufffinder und Gründer des Fashion Hotels hat mit seinem Unternehmen 2014 den Award als Unternehmer des Jahres gewonnen. Auch er bestätigt einen Negativtrend, wenn es um Gesetze für Unternehmer geht. Das Problem sieht er in der Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft. Ganz im Gegensatz zur Gesetzgebung, die oft veraltet ist. Oft habe ich das Gefühl, sind sie ein bisschen am Geschehen hinein, aber es ist ja in der Natur der Sache, weil so Gesetzgebungen halt ein bisschen länger gehen. Und da würde ich mich wundern, wie das in Zukunft passiert, wo das halt an Geschwindigkeit zunimmt, wo sich ein Land halt nicht irgendwie alle 10 Jahre muss am Markt anpassen, vielleicht alle halbe Jahr oder alle 2-3 Monate, wie das dann dort funktioniert. Politik und Wirtschaft, mal Freund, mal Feind. Einer, der in beiden Bereichen mitmischt, ist Nationalrat und Unternehmer Gregor Rutz. Zoe fühlt ihm auf den Zahn. Denken Politiker zu wenig an die Unternehmer unseres Landes? Gregor, wie ist jetzt das? Sie sind jetzt alles Politiker, die da sind. Interessiert mich natürlich auch sehr für das Thema und beschäftigt mich mit dieser Überregulierung. Aber findet ihr vielleicht übertrieben das auch fast ein bisschen und jetzt allgemein zu fest auf das richten? Oder ist es wirklich so in der Schweiz, dass wir total überreguliert sind? Ich glaube, es wird schon immer schlimmer. Aber die Ultras sind natürlich auch Politiker und das geht quer durch alle Parteien. Ich muss ab und zu auch Fraktionskollegen auf die Finger klopfen. Man macht zu allem zusammen, was irgendwo passiert, einen Vorstoss. Man sagt, da muss man lösen, da muss man etwas regeln, da muss man eine Vorschrift machen. Da ist noch eine Gesetzeslücke und das ist einfach nicht gut. Es ist meistens besser, wenn man sagt, okay, es kann ein Fehler passieren, es kann ein dummer Entscheid passieren, auch wenn es ein Gesetz gibt. Und man muss halt gescheiter werden, aber man kann nicht alles mit Paragraphen lösen. Damit der Unternehmer an sein Ziel kommt, braucht es Geld, Nerven und oft viel Geduld. Der Pascal Löpfi jetzt neben mir von Appenzauer. Eine unglaubliche Geschichte haben wir heute gehört, was euch ein Unternehmen betrifft. Und zwar hat die Alkoholverwaltung angedroht, euch Papier- und Plastiksekt zu verbieten, die Aufdruck haben von Spirituosen, aber nicht ausschließlich zum Zweck des Transports von denen verwendet werden. Das ist ja jetzt noch schwierig zu kontrollieren, oder? Ja, das ist so. Wir waren tatsächlich auch erstaunt über die Kreativität dieser Verwaltung, wo da auf uns zugekommen ist, sind wir natürlich zuerst mal ein bisschen perplex gegeben zu. Wir haben eine sehr schnelle Lösung gefunden. Wir haben unser Sortiment erweitert im Bereich der Schokolade. Wir haben dort mit Appenzeller Trüff und Appenzeller Stengeli eine Lösung gefunden, die ins Lebensmittelgesetz hineingeht. Und haben dank dieser Gesetzgebung, die dort anders gehandhabt wird, können Plastiksäcke machen, wo wir jetzt mit diesen Stengeli dürfen. Werbung machen auf diesen Säcken. Und verhebt das jetzt? Oder wie ist die ganze Geschichte nachher weitergegangen? Ja, also zugegeben, wir haben natürlich die Lösung ein bisschen zähneknirschend entwickelt und leben jetzt mit der. Wir müssen auch sagen, die Alkoholverwaltung hat das Problem erkannt. Ist jetzt ein Stück weit entgegengekommen, ist konkreter geworden, aber auch komplexer geworden. Das heisst, wir dürfen jetzt neu wieder Plastiksäcke drucken, wir dürfen unsere GL-Firmenfarbe abdrucken auf den Säck, wir dürfen die Flasche abdrucken, wir dürfen den Schriftzug abdrucken, aber das nur für einen ganz spezifisch ausgewählten Typen von Säck. Zum Beispiel einen Sack, der nur einen Flaschenplatz hat. Also auch dort, das ist kompliziert und komplex und nicht ganz einfach in der Auslegung. Das Gesetz mit dem Tragtaschenverbot für Spirituosen hat übrigens den ersten Preis abgesahnt und ist damit also das allerletzte. Aber nicht nur der Verkauf und die Gastronomie kämpfen mit Regulierungen.
Viktor Calabro, der in der Personalbranche und im Eventbereich tätig ist, weiß, dieses Problem ist fast überall vorhanden. Die Branche, die ich kenne, dort hat es überall irgendwelche Regeln, die einem das Leben nicht einfacher machen oder mindestens auf den ersten Blick nicht einfacher machen. Ich kenne es jetzt von der Eventbranche, wo auf der einen Seite sehr frei ist. Wenn es dann aber darum geht, auf öffentlichem Grund etwas zu machen, dann kommen dann natürlich die ganzen Gesetzgebungen und Einschränkungen, die da sind. Und auf der anderen Seite, Personalbranche, haben wir gehört, das ist sicher ein stark reglementierter Bereich, wo es ja um Menschen geht und um Menschen auszunutzen und aber auch auf der Arbeitgeberseite. Also unter dem Strich, glaube ich, jede Branche hat mit ihren Sachen zu kämpfen. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Der rostige Paragraph aber sorgt dafür, dass die kritische Diskussion am Leben bleibt. Das war es von Spotlight. Danke vielmals fürs Zuschauen. Das nächste Mal unbedingt wieder einschalten. Dann haben wir auch wieder ein spannendes Thema für euch auf Lager. Eine gute Zeit und bis dann. Tschüss zusammen. I want that Spotlight.